Hi Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video heute. Und es geht heute, wie ihr wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung oder im Titel gelesen habt, um Petticoats. Fürs Erste, was ist der Petticoat? Viele Jahre zuvor hat man bei ausladenden Röcken grundsätzlich Krinolinen, Reifröcke getragen, die natürlich eher unpraktisch für den Alltag waren. Als jetzt in den 50er Jahren also wieder ausladende und weite Röcke, wenn auch nicht bodenlang, wieder Mode geworden sind, hat man natürlich was gebraucht, was dieses Volumen ausfüllt, das dieser Rock haben sollte. Und so kam der Petticoat dabei ins Spiel. Im Endeffekt hat er bei Röcken, die eben viel Volumen haben sollten, einfach nur den ganz normalen Unterrock ersetzt. Das heißt im Endeffekt, normalerweise trug man oder war ein Teil der Unterwäsche ein solcher Unterrock wie dieser hier. Und wenn eben mehr Volumen gebraucht worden ist bei diesem Kleid, bei dem Rock, den man getragen hat, dann hat man eben auf den Petticoat zurückgegriffen, der im Endeffekt nichts weiter war als ein Unterrock, aber eben gestärkt mit sehr viel Tüll, um dieses Volumen hervorzubringen, den dieser Rock hat. Somit war also auch der Petticoat genauso wie ein Unterrock oder ein Unterhemdchen oder sowas oder einfach schlichtweg ein BH Unterwäsche. Er zählt eindeutig zur Unterwäsche und es war auch absolut nicht beabsichtigt, dass in den damaligen Zeiten der Petticoat unter den Kleidern herausgeguckt hat. Der Petticoat hat grundsätzlich mit den Kleidern abgeschlossen und das hat mehrere verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich, wenn man einen zu kurzen Petticoat trägt, dass der Rock sehr seltsam fällt. Man hat also bis zu einem bestimmten Punkt dieses Volumen des Petticoats, dann hört dieser auf und dann fällt eben das Kleid einfach so nach unten, was natürlich einfach nicht wirklich schön aussieht. Gleichzeitig war aufgrund der Tatsache, dass der Petticoat als Unterwäsche gilt, also für ich muss sagen gilt, weil für mich ist er auch heute noch Unterwäsche, sollte ich natürlich nicht unten rausgucken. Man könnte es vergleichen mit einer Unterhose heutzutage, die unter einem Rock rausblitzt oder die, wenn die Hose zu weit nach unten rutscht, dann im Endeffekt rausguckt oder sowas. Das möchte man ja heutzutage auch nicht haben und damals war das eben mit dem Petticoat nicht anders. Natürlich gab es Momente, in denen unbewusst der Petticoat zu sehen war. Klar, wenn man sich hinsetzt, dann sieht man das ein bisschen, wenn man doch mal irgendwie über die Straße läuft, dann sieht man ihn auch. Vor allem natürlich auch beim Tanzen, wobei natürlich da auch bei diesen wilderen Tänzen, die eben in der Jugendzeit in den 50er Jahren getanzt worden sind, es bestimmt auch irgendwo ein Anreiz war, dass man seine Tanzpartnerin so schnell rumwirbelt, um einen Blick zu erhaschen auf den Petticoat, auf die Unterwäsche im Endeffekt der Dame. Somit ist es also jetzt festgelegt, Unterwäsche, Petticoat ist Unterwäsche. Und das hat sich aber über die vielen, vielen Jahre hinweg natürlich irgendwo verändert. Es gibt immer noch Damen, und da möchte ich mich eigentlich mit dazu zählen, denen es wichtig ist, dass der Petticoat auch so getragen wird, wie man ihn halt eigentlich trägt. Allerdings gibt es eben auch viele, die den Petticoat heute eher als Accessoire oder Ergänzung zu ihrem Outfit für alle ersichtlich tragen. Und das ist eigentlich nicht korrekt. Es ist ja normal, dass sich Mode über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg verändert. Heutzutage gibt es genügend Röcke, die grundsätzlich eigentlich ein Petticoat sind. Der Petticoat ist ja wie folgt aufgebaut. Für gewöhnlich hat man einmal im Petticoat selber einen Unterrock, über den darüber dann der Tüll fällt. Somit hat man eben, ist man eben auch davor geschützt, wenn man zum Beispiel herumgedreht wird beim Tanz, dass der Popo rausblitzt. Und man hat eben das, was das Kleid voluminöser erscheinen lässt. Wie gesagt, gleichzeitig benutzen aber viele den Petticoat inzwischen auch als eine Art Accessoire. Das heißt, er hängt mehrere Zentimeter unter dem Kleid heraus, wenn auch in abgestimmten Farben. Das wäre damals ein No-Go gewesen. Hat man nämlich den Petticoat wirklich offensichtlich zur Schau gestellt, dann, weil man bestimmte Absichten damit eindeutig geäußert hat, die man der Person hatte, mit der man vielleicht gerade gesprochen hat, oder überhaupt den männlichen Personen gegenüber, die sich gerade so im selben Raum aufgehalten haben. Auch die Mädels, die Teenager, wie es halt heute auch so ist, haben vielleicht ein bisschen provoziert,
dadurch, dass der Petticoat zu sehen war bei ihren Outfits, grundlegend, wie gesagt, war das aber eigentlich nicht der Fall. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich persönlich finde, wer sich an einer Mode, an der Mode einer bestimmten Zeit, wie eben in den 50er Jahren, orientiert, dass man auch versuchen sollte, sich möglichst an die Moderegeln irgendwo zu halten. Und zu diesen Regeln gehört nun mal eindeutig, dass der Petticoat als Teil der Unterwäsche nicht grundsätzlich zu sehen ist. Und das möchte ich eigentlich auch allen so ein bisschen ans Herz legen. Wenn man sich an etwas orientiert, sollte man sich wirklich so daran orientieren und das auch möglichst einhalten. Und ich muss euch eigentlich echt mal von einem Erlebnis erzählen, das war so lustig. Wir haben uns mal gewundert auf einem Weekender, warum irgendwie alle mit wirklich so weit teilweise einem Petticoat, der unter dem Kleid herausgehangen ist, rumgelaufen sind. Und dachten uns schon so, das kann doch nicht sein. Wer hat denn denen das erzählt, dass man das so macht? Und dann sind wir so ein bisschen rumgeschlendert und dann gab es da halt einen Stand von einer Marke, da wo die Outfits also ein bisschen Patchwork-mäßig aussehen. Und da waren eben so ein paar nette Damen, die die Kunden, Kundinnen vor allem eingekleidet haben und eben auch abkassiert haben und so weiter. Und wir haben halt dann mal da so uns die Sachen angeschaut und haben so mitbekommen, wo halt eine Dame eben eins von den Kleidern anprobiert hat und da hing eben auch ewig weit dieser knallrote Petticoat unten raus. Und wir dachten uns so, huch, hoffentlich gibt es hier ihr noch einen ordentlichen, richtig, also Petticoat in der richtigen Länge. Und im Endeffekt war dann so, ja, nein, das gehört so und das trägt man so und das sieht so toll aus. Und wir standen da so, nö. Bitte, bitte kauf's. Ist jetzt gekauft. Aber ja. Auf jeden Fall, lasst euch bitte keinen Quatsch einreden. Macht euch selber schlau, wie man was getragen hat in der Zeit, an der ihr euch mit eurem Style, Aussehen, wie auch immer, orientiert. Und um eben bei den Petticoats anzufangen, holt sie euch in der richtigen Länge. An dieser Stelle übrigens noch ein kleiner Tipp für euch. Wenn ihr einen Petticoat habt und der ist minimal zu lang für euer Kleid, habe ich einen kleinen, was heißt Trick? Es ist ein Trick. Aber ja, es ist jetzt nichts wahnsinnig Kreatives oder Einfallsreiches, aber es tut seinen Zweck. Wenn mein Petticoat ein wenig zu lang ist für ein bestimmtes Kleid, eigentlich sitzt ja dieser Gummizug hier über der Hüfte, also in der Taille. Ist er jetzt da doch ein bisschen zu lang, ziehe ich ihn einfach weiter nach oben und ich habe das gerade leider nicht da, aber so ein Nähkästchen, so dieses Gummiband, was man eigentlich einnäht, mal geschnappt und habe mir da eben ein Stück abgeschnitten und ziehe dann eben den Petticoat etwas weiter nach oben und mache dann an der Stelle, wo der Gummizug eigentlich dann sein sollte sozusagen, wirklich einmal dieses Gummiband rum, binde das zu mit einem Doppelknoten und schon habt ihr sozusagen mit der Länge eures Petticoats getrickst und es guckt nichts unten raus. Nur so als kleiner Tipp. Vielleicht möchten es hier manche von euch umsetzen nach diesem Video. Genau, das war eigentlich von mir alles soweit erstmal zu der Petticoat-Geschichte. Es gibt so was ganz Tolles unter diesem Video und zwar eine Kommentarbox. Yay! In dieser Kommentarbox dürft ihr gerne eure Meinungen, eure Erfahrungen reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wenn ihr auch Ideen habt, was ich für euch recherchieren soll oder ob ihr irgendwas von mir wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich würde mich total darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns einfach zum nächsten Video, das immer Donnerstagabend oder Freitagvormittag hochgeladen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!